habe mich seit vielen, vielen Jahren geärgert darüber, wie mit der NS-Vergangenheit umgegangen wurde. Ursprünglich hat man erstmal alles geleugnet in den Adenauer-Jahren und dann später kam der große Umschwung, der fällig war. Und jetzt gibt es eigentlich keinen, der in der NS-Zeit erwachsen war, der nicht sofort verdächtigt wurde, ein massiver Nazi-Hilfe gewesen zu sein. Und ich hatte das Gefühl, als jemand, der gerade noch in der NS-Zeit geboren ist, man könnte sich auch mal darum bemühen, festzustellen, wie es eigentlich wirklich gewesen ist. Und den Ausschlag gab damals dieser Film, der im WDR, glaube ich, war es, erschienen ist, gelaufen ist, über das Schweigen der Quanz, wo es von, wie auch andere Historiker festgestellt haben, von wirklich groben Fehlern so windelte, dass man sagte, das kann man einfach nicht so stehen lassen. Und deswegen habe ich mir jetzt mal 10 Prominente aus der damaligen Zeit ausgesucht, die alle in der Sitzung als bloße Mitläufer dargestellt worden sind, die aber alle heute, jeden Tag noch bei sich bietender Gelegenheit, als Hitlers Kumpane, glühende Hitler-Anhänger, alte Nazis, unbelehrbar bezeichnet werden, wo ich einfach mal wissen wollte, ist das wirklich wahr bei diesen 10 Leuten? Am spannendsten, ich fand schon das Schweigen der Quanz sehr spannend, weil nämlich durch die sehr unterschiedlichen Zeugenaussagen, Zeugen, die aus ganz verschiedenen Lagern kamen, so deutlich wurde, dass es den meisten Zeugen mehr darum ging, sich selbst ein tolles Licht zu setzen, als wirklich einen Beitrag, geboren aus Sachkenntnis, zu leisten dafür, was mit dem Günter Quandt eigentlich losgegangen ist. Das klingt vielleicht ein bisschen arrogant, wenn das jemand sagt, wie ich, der kein ausgewiesener Historiker ist, der deutschlandweit bekannt ist. Aber im Grunde möchte ich oder ich einen Beitrag dazu leisten, dass da eine neue Seite aufgeschlagen wurde. Die ersten 30 Jahre nach dem Kriege ist aus nachvollziehbaren Gründen alles geleugnet worden, was geleugnet war, um Deutschland wieder in der Völkergemeinschaft akzeptabel zu machen. Dann kam die 180-Grad-Wende in den 70er, 80er Jahren, die bis heute anhält, wo das pure Gegenteil zu beobachten ist, dass im Grunde jeder, der in der NS-Zeit erwachsen war und nicht im Gefängnis saß oder am Galgen endete, als Unterstützer Hitlers erscheint. Beide Auffassungen sind ganz zwangsläufig falsch, weil sie so extrem sind. Und ich würde mich freuen, wenn das Buch einen Beitrag leistet zu der Frage, wie es eigentlich wirklich war. Waren diese 10 Personen, deren Entnazifizierungsakten ich mir mal vorgenommen habe und wo ich bei allen 10 zum Ergebnis gekommen bin, sie haben sich als Unterstützer Hitlers in überhaupt keiner Weise hervorgetan, wenn sich diese Ansicht durchsetzen würde. Fangen wir mal an mit den Lesern, die ich mir nicht wünsche. Das sind nicht alle die Leser vom extremen rechten braunen Rand, die sagen, da endlich sagt mal einer, dass die alten Nazis keine alten Nazis waren. Die wünsche ich mir überhaupt nicht. Ich wünsche mir im Grunde alle Leute als Leser, die, wie ich das Gefühl gehabt haben, dass die Nazi-Zeit bis zum heutigen Tag nicht wirklich objektiv, sachlich, unabhängig aufgeklärt worden ist von Leuten, die kein Interesse daran haben, dass es so oder so war. Wie gesagt, ich bin in der NS-Zeit geboren, ich war zu klein, um noch bei irgendeiner Organisation dabei zu sein, ich war nicht mal bei den Pimpfen. Und deswegen betrachte ich mich als jemand, der die Zeit miterlebt hat und sagen kann, wie er den Alltag erlebt hat. Und wünsche mir halt Leute, die natürlich überwiegend auch ein bisschen älter sein werden, aber vielleicht auch interessierendere, die auch dieses Gefühl haben, dass die Zeit sowohl in den unmittelbaren Nachkriegsjahren als auch dann ab den 70er, 80er Jahren einfach unsachlich